Gut. Jetzt müssen wir wieder angreifen. Und noch mehr Käbelchen raus, also Schläuche rausreißen. Gut. War jetzt richtig gut gemacht. Ah, Scheiße. Und gut. Aus dem Weg und jetzt finish him. Zack. Ja, das wär's dann, soweit ich weiß, gewesen von Bane. Batman verzieht sich. Praktischerweise ist dort natürlich ein Gullydeckel. Das muss so sein. Denn wir sind Batman. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger, ich kann das selbst regeln. Tja. Ich zerbreche dich, Batman. Und dann. Okay. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Gut. Ja, das wär's gewesen mit Bane erstmal. Und jetzt? Geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Ja, wir schicken Gordon zurück. Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Young Bruja genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Ja. Schöne Sache. Jetzt haben wir noch ein wenig Spanisch gelernt. Das ist doch ein guter Oracle, Abschluss für diesen Part, wenn jetzt nicht Oracle wieder reinquatschen würde. Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Okay, gehen wir noch zu Bett. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Betthöhle bin. Ja, gehen wir zur Betthöhle. Ich mach das jetzt noch kurz, dann ist für heute Abend fertig. Er ist hier! Ah. Das wird wehtun. Ah, fuck.
bin heute gar nicht so gut drauf. Also ich habe gute Sekunden, aber nur wirklich nur Sekunden. Und ja, den hätten wir auch. Also gehen wir zurück. Davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Tweedledee und Tweedledum. Sanes. Das werde ich nachher auch noch kurz. Fuck, es hat nicht mehr ganz gereicht. Komm schon. Und gut, das hätten wir auch. Ich kann auch ein neues Upgrade kaufen. Das werde ich jetzt auch noch schnell tun. Wintag. Ja, was soll ich am besten nehmen? Ich glaube, ich bekomme jetzt noch ein Tool dann gerade und da werde ich vielleicht das Upgrade dafür nehmen. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Okay, dort kann ich noch hoch. Gehe ich jetzt kurz mal nachschauen. Genau. Gut. Der große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Jetzt noch. Bist du bereit aufzugeben? Im Moment habe ich 10% deiner Aufgaben erfüllt, Riddler. Das kommt schon noch. Keine Angst. Ja. Oh. Gut. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Wow. Ich kehrte in unser Haus zurück. Ich mich um meine Pflegebedürftige Mutter, solange ihr Körper noch abhört. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Gut, und jetzt gleiten wir voll fresh runter in die Betthöhle. Oh yeah. Jedenfalls, dass jetzt gleich die Betthöhle kommt. Ja, hier. Noch ein Wasserfall. Dann hier die Höhle. Gut. Was haben wir hier? Schön große Computersysteme. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist
Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Gut, dann tun wir das doch mal. Die Batclaw. Gut. Gibt es irgendeine Verbesserung, die wir dafür jetzt haben? Sieht nicht so aus. Da werde ich die Multifrequenzzündung, damit ich die einzelnen Dinger einzeln zünden kann. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Gut, hier machen wir jetzt aber Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, Leute.